Guten Morgen, was heißt guten Morgen? Guten Mittag. Schon 12.30 Uhr, ne? Ja, genau. Wir sind gerade im Toverland, im wunderschönen Toverland angekommen, stehen in Port Laguna und beginnen hier unseren Tag, treffen gleich noch ein paar nette Leute und nehmen ein bisschen mit auf die Reise im Toverland. Wir können es euch nur wärmstens empfehlen, es ist super hier. Das stimmt, auch wenn es heute ein wenig windig ist. Ja, es ist sehr windig. Das wird mit dem Sound ganz gut werden. Ja, ich hoffe, der Ton ist ganz gut. Wir haben so einen kleinen Puschel, eine tote Katze oben drauf und werden jetzt mal ein bisschen hier ein bisschen durch den Park laufen und nehmen euch mit. Und dann wünschen wir euch viel Spaß dabei. Viel Spaß beim Schauen. Jo, tschö. Der Flaming Feather, das Restaurant im Themenbereich Avalon, hat wieder auf. Man kann wieder dort essen gehen und das würde ich auch sehr empfehlen. Einen sehr leckeren Burger gibt es dort, Fische, Chips, Rippchen, alles was das Herz auf der Herz begehrt. Was aber auch sehr, sehr gut ist, ist der Snackstand daneben. Da gibt es einen sehr, sehr genialen Burger, den Spicy Crispy Chicken Burger. Ja, sehr zu empfehlen. Den haben wir das letzte Mal gehabt und ich hoffe, dass dieser Snackstand heute wieder aufmacht, weil der war echt lecker, den möchte ich gerne nochmal essen. Ja, ich würde auch gerne nochmal essen. Vielleicht macht er heute auf und dann gibt es einen kleinen Testbericht. Genau, dann sehen wir, zeigen wir euch den mal. Ja, bis später. Tschüss. Was dir am Toverland sehr gut gefällt? Ja, eigentlich alles. Also es ist ein wunderschöner Park, muss man sagen. Ist sehr neu, sehr gepflegt, das merkt man. Schöne Attraktionen, mal ein paar andere Fahrten. Also eine geile Holzachterbahn, Troy ist natürlich sehr, sehr schön, fährt eigentlich mal schnell, sehr, sehr schön. Phoenix, da fährt er gerade. Ja, man hört's ja. Ist natürlich eine wunderbare Bahn, wenn man einmal oben ist. Und ja, das Ganze, auch gerade Avalon, das haben sie alles neu gemacht. Es ist einfach ein schöner Park und vor unserer Haustür passt. Also könntest du den Leuten empfehlen, hierher zu kommen? Absolut. Also ist von Köln bin ich jetzt eine Stunde 10 gefahren. Ja. Das ist sehr entspannt. Also das, und heute ist auch ganz wenig los. Ja. Sehr, sehr schön. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, sehr schön. Danke, Frank. Sind wir gerade in der Flaming Feather hier, haben uns was zu essen bestellt, Fish and Chips, wir beide. Und ja, schmeckt eigentlich mal sehr gut hier. Aber wie gesagt, wir können den Laden hier nur wärmstens empfehlen, wenn ihr mal hier im Toverland seid. Ja, und da seht ihr gleich noch ein paar Bilderchen vom Essen, wie es aussieht. Fish and Chips gibt es bei uns. Ja. Tschüss.
das war unser Tag im Torvaland. Ein bisschen windig gerade hier. Hat es dir gefallen? Es war ein sehr, sehr schöner Tag. Wir sind einige Sachen wieder schön gefahren. Phoenix ist super. Troy ist zwar ein bisschen mörderisch, rappelig, ja, aber ziemlich macht geil. Mega Spaß. Macht richtig viel Spaß, ja. Guckt euch das On-Ride an. Top-Bahn. Hat sehr viel Spaß gemacht heute und Torvaland ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Aktion, dass ihr machen könnt. Gerade momentan zu der Zeit ist es sehr entspannt hier. Sehr sicher auch, wird auf alle viel Hygiene geachtet. Drauf, genau, vor den Fahrgeschäften und am Anschluss gibt es direkt Desinfektionsspender und das kann man hier sehr gut machen im Moment. Ja, kommt hierher, es ist ein sehr schöner Park. Bei Venlo in Holland. Also, dann bis bald und tschüss. Ja, bis bald. Tschüss.